Kennt ihr russisches Roulette? Das ist dieses geisteskranke Spiel, wo man eine Pistole oder einen Revolver hat. Man, sagen wir mal, 3 Kugeln dort reinmacht und abwechselnd hält man sich die Pistole an den Kopf oder dem Gegner an den Kopf und drückt verdammt nochmal ab. Ja, ein lebensgefährliches Spiel, ich würde es euch nicht empfehlen. Aber genau darum geht es in Buckshot Roulette, dem letzten Spiel dieses Jahres. Es war ein schwieriges Jahr, jedenfalls für mich. Aber wir haben es überstanden. Jetzt bleibt mir nur noch, euch einen guten Rutsch zu wünschen. Bitte behaltet alle Finger. Habt Respekt vor Haustieren. Ich meine, wenn man böllern muss, dann muss man nicht direkt in einer Wohngegend böllern. Ansonsten habt Spaß. Wir schneiden jetzt einfach mal in das Spiel rein und hoffen, dass wir überleben. Und Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ein letztes Mal dieses Jahr. Afraid. Ja, man sollte auf jeden Fall afraid sein, wenn man in so einer Art Spiel drin ist. Oh. Party! Das ist komisch. Wir lenken das Spiel nicht mit WSAD oder den Pfeiltasten, sondern einfach mit Mausklicks. Das heißt, wir klicken irgendwo. Ist das unser Gegner? Ich soll diesen Vertrag unterschreiben, du Monster? Was? Gib einen Namen ein. S-N-E-I-L-I. Natürlich heißen wir Snily. Let's go! Level 1. Eine Runde, 2 Blanks. Er hat die... Oh mein Gott! Es ist eine Kugel hier drin und 2 Nieten. Die Kugeln sind in einer zufälligen Reihenfolge hier drin. Das heißt, wir wissen nicht, wo die Kugel ist. Allerdings würde ich sagen... Mein Charakter zittert. Der hat ja voll Schiss. Ich schieße in der ersten Runde direkt auf mich. Komm, ich... Oh, wir haben mehrere Leben. Alles gut. Wie konnte ich beim ersten Mal schon verkacken? Okay, er nimmt die Pistole. Oh nein, er schießt auf mich. Ey, entspann dich. Alles gut. Okay, weißt du was? Du wolltest auf mich schießen, mein Freund. Jetzt schieße ich auf dich, du Pfeife. In diesem Moment merke ich, wie dumm ich bin, weil da ist ja nur eine Kugel drin und die habe ich schon auf mich selbst geschossen. Das heißt, in diesem Gewehr kann ja gar keine Kugel mehr drin sein. Du hässliche Fress. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. 3 lebende Runden, 2 Empties. Ah. Und ich habe nur ein einziges Leben. Aber wir dürfen direkt wieder schießen. Das heißt, ich schieße direkt auf den Dealer. Passt auf. Oh mein Gott, ich bin sowas von tot. Verdammt, hab ein bisschen Mitleid. Er schießt auf sich selber? Und das war auch eine Leere? Und jetzt darf er auf mich schießen. Nein. Du hast Glück, ich hab dich wiederbelebt. Steh auf, Snily, die Nacht ist jung. Verdammt, wie hast du mich wiederbelebt? Ich habe mindestens 3 Löcher im Kopf. Okay, das war keine gute erste Runde. Wir müssen erstmal in das Spiel reinkommen. Jetzt bin ich ein bisschen zuversichtlicher. Willkommen zurück. Runde 1. Wir haben 2 Leben. Eine lebende Runde und 2 Blanks. 2 Leere. Okay, er darf zuerst... Oh mein Gott, er ist... Nein, ich darf zuerst. Alles cool. Weißt du was? Ich schieße auf mich. Bitte. Bitte lass es diesmal funktionieren. Ich kann nicht so viel Pech haben. Ich hasse mein Leben. Wie kann man so viel Pech haben? Ich kann doch nicht jede Runde... Komm. Hä? Der cheatet doch! Niemals! Er schießt 2-mal in Folge auf sich und es ist nichts drin. Diesmal sind es 3 Kugeln und 2 Leere. Das heißt, die Chance ist relativ hoch, dass da eine Kugel drin ist. Wir haben nur ein einziges Leben, das ist kritisch. Aber da die Chance so hoch ist, schieße ich direkt auf den Dealer. Komm schon, komm schon. Ja! Okay, aber wir müssen aufpassen, wir haben nur ein Leben. Ich will ihn jetzt endlich besiegen. Das kann nicht wahr sein. Ich kann nicht mehr, so ein Kack. Wenn jetzt hier eine Kugel drin ist, dann haben wir ihn kalt gemacht. Gewonnen! Gewonnen! Niemand kann mir was! Snily hat gewonnen, verdammt! Mann! Runde 2! Okay. Lass uns das ein bisschen interessanter machen. Wie willst du das interessanter machen? Das ist schon verdammt interessant. 2 Items jeder. Ein Item vor jeder neuen Load. Was meint ihr? Oh, verdammt, habe ich eine Pfanne? Was will ich denn damit? Oder ist das eine Lupe? Hä? Huh? Und Handschellen? Krank! Was soll ich damit? Diesmal haben wir 4 Leben. Eine Kugel und eine Leere.
Das heißt, es ist eine 50-50-Chance. Mit den Handschellen überspringt der Dealer die nächste Runde. Das ist eigentlich gut, ne? Weißt du was? Ich setze sie direkt ein. Er kriegt Handschellen an. Weil jetzt kann er gar nicht gewinnen. Also die erste Runde kann er nicht gewinnen. Komm her, du Pfeife. Schade, dass direkt die Kugel drin war. Jetzt haben wir die Handschellen einfach verschwendet. Aber selbst wenn die nicht drin wäre, wären wir sicher gewesen. Oh, verdammt, du kannst immer noch nichts tun. Das ist zu schade für dich. Warte mal. Die nächste ist aber leer. Das weiß ich ja. Das heißt, ich schieße einfach auf mich selbst. Ha! Alles cool. Wir sind sicher. Wir sind tutti. Okay. Auf geht's in die nächste Runde. Und wir kriegen ein neues Item. Also die Handschellen waren auf jeden Fall... Was will ich mit dieser Lupe? Die Handschellen waren auf jeden Fall nicht wasted. Alles cool. Ja. Oh, noch einer. Was? Was war das? Hä? Okay, das war weird. Zwei Kugeln und zwei leere Fächer. Das heißt, es ist eine 50-50-Chance. Was kann die Lupe? Checke die aktuelle Kugel im Gewehr. Oh, damit weiß ich, ob da jetzt ein Gewehr drin, eine Kugel drin ist oder nicht. Das sieht so aus, als wäre da was drin, oder? Oder war das ein Blank? Ich weiß, ich glaube, das war sogar ein Blank. Ich schieß mal auf mich. Oh mein Gott, das war ein Blank. Richtig gut. Richtig gut. Und wir dürfen das Gewehr direkt wieder nehmen. Und diesmal schieße ich auf den Dealer. Ich bin mir ziemlich sicher, da ist eine Kugel. Das ist übel. Das heißt, die nächsten beiden Kugeln sind hundertprozentig. Da ist nichts drin. Der kann einfach... Oh mein Gott, ich bin so ab. Popo. Er benutzt die Lupe? Wieso benutzt du die Lupe? Es ist doch logisch, dass da jetzt nur noch, dass da nur noch Kugeln drin sind. Du Vollidiot. Mann. Das Gute ist, ich krieg jetzt das Gewehr, oder? Und ich weiß, dass da eine Kugel drin ist. Von daher schieße ich auf dich, weil ich denke nach. Boom, mein Freund, boom. Mit den Zigaretten hast du dir ein Leben wiederhergestellt. Eigentlich rauben dir Zigaretten ja die Lebensenergie, oder? Aber alles cool. Du bist anscheinend... Oh, ich mag die Lupe. Die ist cool. Ein Vollidiot. Noch eine Lupe. Sehr nice. Und wir haben die Zigaretten. Damit können wir ein Leben wiederherstellen. Drei Kugeln und zwei leere. Hakuna Matata. Beim ersten Schuss gucke ich auf jeden Fall rein, was drin ist. Zeig, da ist eine Kugel drin. Da ist eine Kugel drin. Ey, mein Freund, mein Freund, mein Freund. Mach Mund auf und sag Cheese. Boom. Easy. Easy peasy lemon squeeze. Du stellst dir wieder Leben wieder her. Ey, das ist unfair langsam. Mann, so stirbst du doch gar nicht. Verdammt. Du benutzt die Lupe. Das ist nicht... Und du rauchst wieder eine Zigarettenschachtel? Was? Das ist unfair. Ich verliere jetzt hundertprozentig ein Leben. Ich verliere jetzt hundertprozentig ein Leben. Oh Gott. Er benutzt alle seine Items in einer Runde? Was geht denn bei dem? Wieso bist du so aggressiv? Hä, warte mal. Das war wieder ein leeres? Hä? Okay, Bro. Die Runde habe ich nicht verstanden. Du bist ein Vollidiot, oder? Weißt du was? Ich rauche jetzt eine Packung Zigaretten, um mein Leben wiederherzustellen. Komischerweise. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da jetzt eine Kugel drin ist. Von daher schieße ich auf dich. Boom. Siehst du, so einfach kann es sein. Und diesmal habe ich kein Item eingesetzt. Das heißt, ich bin tutti. Absolut tutti. Neue Items, okay. Alter, das macht echt Spaß. Zigaretten gut? Oh mein Gott, ich kann zwei Leben wiederherstellen. Ich hoffe für dich, dass du keine Zigaretten... Er hat Handschellen bekommen. Drei Kugeln und drei leere. Das heißt, es ist wieder eine 50-50-Chance. Es wäre gar nicht so dumm, diesmal die Lupe wieder zu benutzen. Gucken wir, was als nächstes da drin ist. Eine Kugel. Oh mein Gott, die kriegst du so ins Maul. Aber sowas von. Boom. Und du hast keine Zigaretten, um dein Leben wiederherzustellen. Das heißt, eigentlich bist du am Puppe, außer du setzt jetzt die Handschellen auf mich ein. Ha, schlau von dir. Sehr schlau von dir. Sehr interessant. Was? Oh nein, da ist eine Kugel drin. Autsch! Zum Glück habe ich einen Arzt da. Der flickt sogar die Wunden in meinem Gesicht. Aber, oh nein, ich kann nichts tun. Aber ich habe noch genug Leben. Alles ist gut.
Ah, du Pfeife. Weißt du was? Erstmal eine Schmökern. Weil ich weiß, dass ich jetzt gewinne. Du hast nur noch ein Leben, du Vollidiot. Ich benutze die Lupe, um sicher zu gehen. Da ist nichts drin, verdammt. Mist. Das ist echt doof, dass da nichts drin ist. Das heißt, ich schieße auf mich selbst. Ha. Ich hätte da lieber eine Kugel drin gehabt, ehrlich gesagt. Dann hätte ich ihn direkt ins Gesicht geschossen. Okay. Oh, verdammt, warte mal. Ist gar nicht so gut, weil ich weiß jetzt nicht zu 100%, ob da eine Kugel drin ist. Ich hoffe es. Ja! Gewonnen! Gewonnen! Sehr schön! Snily wins. Was anderes könnte ich mir gar nicht vorstellen. Und das letzte Level. Das Totenkopf-Level. Long last. Wir sind beim finalen Showdown. Keine Defibrillatoren. Keine Bluttransitions mehr. Nun, du und ich. Wir tanzen in der Ecke von Leben und Tod. Haben wir nur... Du hast aber ein großes Maul dafür, dass du eben gerade verloren hast. Die ersten zwei Runden, ne? Was ist das? Yo, was passiert? 4 Items, jeder. Okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht gruselig aus. Die Lupe ist geil. Zigaretten nehme ich auch. Okay. Haben wir überhaupt Leben diese Runde? Der hat Bier. Ja, wir haben Leben. Du kennst den Drill. Eine Kugel und zwei Leere. Eine Kugel und zwei Leere. Ich schieße einfach auf mich, ohne ein Item zu benutzen. Bitte. Oh. Gott. Okay. Jetzt ist nur noch eine 50-50 Chance. Was kann das hier Ding? Die Handsäge. Die Shotgun macht 2 mehr Schaden. Das ist gar nicht so verkehrt, oder? Aber warte mal. Ich schieße auf den Dealer. Ist eine 50-50 Chance. Bitte. Oh mein Gott, nein. Das ist richtig doof. Das ist richtig doof. Verdammt. Autsch. Es ist mein verdammtes letztes Leben. Ich möchte nicht verlieren. Okay, die nächste Runde startet. Wir können 4 Items nehmen. Ich hätte die Items eben gerade einsetzen sollen. Ich bin so ein Vollidiot. Allerdings habe ich wenigstens noch Zigaretten. Deswegen heißt es, wir sind Hakuna Matata. Es sind 4 Kugeln und 4 Leere. Das heißt, es ist eine 50-50 Chance. Er hat keine Zigaretten. Das heißt, er kann sein Leben nicht wiederherstellen. Das heißt, ich rauche jetzt erstmal. Weil ich muss meine Itemfläche auf jeden Fall frei bekommen. Ich muss ein paar Items einsetzen. Dann benutze ich das Ding hier, um zu gucken, ob da eine Kugel drin ist. Ist leer. Ist leer. Das heißt, wir schießen erstmal auf mich selbst. Das ist schlau. Boom, ist leer. Alles cool, alles cool. Wir benutzen direkt wieder eine Lupe. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt ein paar Items loswerden. Und das ist das Schloss, was ich tue. Schon wieder leer? Wow, okay. Das heißt, wir schießen wieder auf uns. Boom. Nichts passiert, mein Freund. Ich bin mutig. Alles gut. Wir benutzen wieder eine Lupe. Ich kann gerade nichts anderes tun. Das ist doof. Da ist eine Kugel drin. Und da eine Kugel drin ist, benutzen wir die Handsäge, sodass die Shotgun 2 Schaden mehr macht. Und weißt du was? Wir schießen ihn jetzt ins Maul. Es tut mir leid. Du kriegst jetzt 3 Schaden. Das tut weh. Oder nur 2. 2 Schaden mehr heißt eigentlich für mich 3. Die Säge ist wieder da. Die Schrotflinte ist wieder normal. Er trinkt sein Bier. Gluck, gluck, gluck. Was bringt denn das Bier? Oh, verdammt, er benutzt die Handschuhe. Oh, hätte ich auch machen sollen. Er trinkt wieder ein Bier. Du bist ja Alkoholiker. Und er guckt. Oh nein. Er weiß, was als nächstes kommt. Bitte lass es ein leeres Fach sein. Was? Es ist ein leeres Fach. Oh nein. Er macht jetzt 2 extra. Verdammt. Oh, verdammt. Autsch. Autschi. Autschi, Bautschi. Das hat er gut gespielt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Okay, die Shotgun ist wieder heile. Die Handschellen sind weg. Wir können 4 neue Items benutzen. Gut, dass ich eben gerade so viele benutzt habe. Das ist, sieht ja richtig gut aus. Eine Lupe hätte ich gerne noch. Verdammt, ich habe keine Lupe bekommen. Ich habe keine Lupe bekommen. Oh Gott, okay, es sind 2 Leere dabei. Es sind 2 Leere dabei. Weißt du was? Als erstes rauche ich Zigaretten, um mein Leben wiederherzustellen. So. Das ist gut. Ich gebe ihm Handschellen. Mir soll es egal sein. Und weißt du was? Ich schieße auf ihn. Ich schieße auf ihn.
Ja! Glück gehabt! Oh! Er hat nicht mehr so viel Leben. Allerdings habe ich keine Lupe. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Ich benutze mein Bier. Ich weiß nicht wirklich, was es bringt, ehrlich gesagt. Ich verstehe es nicht so. Oh, war da eine Leere drin? Weißt du was? Ich poker jetzt einfach mal. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich pokere. Und weißt du was? Bitte, bitte lass es. Bitte lass es funktionieren. Bitte. Oh, nice! 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 Er hat nur noch ein Leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann's gewinnen. Alles gut bei dir? Bist du bereit? Ich bin nicht bereit. Ich war noch nie bereit. Was soll das? Hä? Er benutzt Handschellen. Die Lupe. Ich habe aber noch relativ viel Leben. Sehr interessant. Er raucht eine Packung Zigaretten, um mein Leben wiederherzustellen. Aber seine Lebensanzeige ist doch gar nicht da. Jetzt hat er rein theoretisch zwei Leben, auch wenn die nicht angezeigt wird. Oh nein. Er benutzt extra Schaden. Und er hat jetzt drei Leben. Ha? Was tut er da? Das ist nicht gut. Oh nein, das tut weh. Autsch. Mist. Was eine Runde. Okay. Es ist wieder da. Meine Handschellen sind weg. Und er hat drei Leben, das weiß ich. Es ist eine neue Runde. Ich habe genug... Oh mein Gott, sehr nice. Ich brauche noch so ein Ding, was mehr Schaden macht. Ja, da ist es. Sehr nice. Okay. Puh, Konzentration. Vier Kugeln, zwei Leere. Vier Kugeln, zwei Leere. Weißt du was? Wir gucken erstmal, was drin ist. Eine Kugel. Das ist sehr schön. Das heißt, wir geben ihm jetzt die Handschellen. Du kannst jetzt erstmal nichts tun. Machen doppelten Schaden. Sehr schön. Und weißt du was? Wir schießen jetzt auf ihn. Danach müsste er nur noch ein Leben haben. Normalerweise, oder? Ich weiß es nicht. Was? Hä? Habe ich gewonnen? Hä? Was ist das? Oh, ich kann den Koffer öffnen. Money, money, money! Sehr schön! Wir haben uns das Geld verdient! Wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Wir sind lebendig da rausgekommen! Das hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Kongratulation, Styli! Dankeschön, dankeschön. Boom, 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 boom! Wir haben 60.000... Das alles für 60.000 Dollar? Ich meine, 60.000 Dollar ist viel, aber das ist mein Leben nicht wert. Wenn ich meine Organe verkaufe, ist mein Körper schon 1 bis 3 Millionen wert. Was soll 60... Okay, alles gut. Leute, das war's. Der Abschluss des Jahres. Wir sehen uns im neuen Jahr. Haltet die Ohren steif. Wie gesagt, passt auf euch auf an Silvester. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Vor allen Dingen, wenn ihr böllert. Ich für meinen Teil beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Okay. Ciao, ciao. I'll see you across the room. X marked on the spot. Everybody trying to zoom, zoom. This is casual. Another night with the wolves. But I should be dealing with them. She's a damn professional. They can play as well. Don't need to be told. Yeah, she knows. Got these fellas down bad and everybody.